Es ist kein Neuanfang, es ist ein Weitergehen. Ja. Und es ist ein Loslassen von Dingen, die nicht mehr wichtig sind. Und ein Weitermachen mit den Dingen, die wichtig sind. Tobi, lieber Tobi. Einen wunderschönen guten Morgen. Alles ist anders. Alles. Wie Naja, man alles. Uns gibt es sieht. noch. Ja. Ja. Auch in bekannten Kleidung bei mir. Ja, also die Kleidung, die habe ich auch mitgenommen. Es gibt ja immer ein paar Sachen, die nimmt man mit. Und andere Sachen, die hat man hinter sich gelassen. Was hast denn du mitgenommen? Was war dir wichtig? Eigentlich habe ich gar nicht so viel mitgenommen. Also wie man ja hinter mir sieht, meine Bücher sind es nicht gewesen. Ich habe, glaube ich, ich habe ein Buch hier liegen tatsächlich in der ganzen Praxis. Dieses tibetische Totenbuch. Was du dir neu gekauft hast. Genau. Ich muss mich ein bisschen lachen. Ich wollte mir nie wieder Bücher kommen. Du-dum, da ist es. Ja, aber so ein Buch, also ich meine, guckt ihr euch das an. Das kaufst du ja nicht als E-Book. Ne? Das ist auch dick. Ey, du, ich habe Das. bald noch ein Buch für dich, was du bitte im Original auf deinem Schreibtisch stehen hast. Ah, signiert. Ja, gern auch signiert. Also du, ja. Was hast du mitgenommen? Meine Freude. Oder ich habe sie wiedergefunden. Ah. Ja, die hatte ich in den letzten Monaten ein bisschen die Arbeitsfreude. Ich will nicht sagen verloren, aber sie war ein bisschen gedämpft. Weil da, wo ich war, das war nicht mehr meins. Das war schon lange nicht mehr meins, aber es hatte natürlich dann die Weise, ne, du musst auf Toilette, je näher du zur Toilette kommst, umso dringender wird's. Und so ist es dann auch ein bisschen gewesen mit der alten Location. Es war dann irgendwie immer weniger meins, aber bleibst natürlich dann bis zu dem Stichtag drin, weil du musst erstmal die neue Location finden, umbauen und so weiter. Aber die Freude habe ich wiedergefunden, mitgenommen und ja. Und ist das, was du jetzt hast, deins? Oder braucht es, um deins zu werden? Ist das im Prozess? Wie ist das denn bei dir? Nee, es ist schon meins. Ist deins von Anfang Ja. an gewesen? Ja, also so wie ich dann hier drin war, ja. Ich habe mich sehr schnell und sehr gut damit identifizieren können. Es ist eine coole Lage. Es ist auch von der Einrichtung her so, wie ich mir das. Ist komplett anders. Aber es passt. Das kriege ich auch wieder gespiegelt von den Patienten, von den Menschen, die mich hier besuchen. Es passt und das macht mich sehr glücklich und sehr froh. Und so habe ich wieder Energie, um zu arbeiten. Und deine rechte Seite ist im Licht und deine linke Seite ist im Schatten. So sieht's aus. Zumindest in dieser Lichtsituation hier gerade. Ja. Und Tobi, kannst du dich erinnern, was das allererste war oder der allererste Patient, den du hattest, die allererste Aktion, die du in deiner neuen Praxis gemacht hast? Ja, weiß ich noch. War das gut? Hast du es bewusst gewählt oder war es Zufall? Nee, das war Zufall. Ja, natürlich war es Das Zufall. war Zufall. Nee, nee, bewusst gewählt. Nee, habe ich nicht. Okay. Nee. Was gibst du den Menschen mit für Neuanfänge? Den Zauber, ja, da sind wir bei einem meiner Lieblingsgedichte von Hermann Hesse, diesen Zauber des Anfangs zu genießen und diesen Spirit, der damit verbunden ist, mitzunehmen. Aber wenn ich so in deinen Hintergrund gucke, ist es auch nicht mehr der alte. Nein. Du bist tatsächlich auch an dieser Stelle das Erste, was ich beruflich ganz offiziell mache. Es ist heute der erste Tag, es ist Montag, und ich habe jetzt eine Woche Umzug hinter mir oder anderthalb, also der Umzug war noch viel länger, aber wir sind seit einer Woche hier und ich stehe das erste Mal tatsächlich ganz offiziell in meinem Büro und mache eine Aufnahme. Und es ist meine erste offizielle Tat, die ich hier in meinem neuen Büro mache. Und ja, es ist auch ein Neuanfang. Wie Und fühlt ich sich das finde, für dich an? Ich meine, es ist ein anderes Land. Also ich bin in der gleichen Stadt in ein anderes Haus gezogen, in eine andere Straße, aber du bist in ein anderes Land gezogen. Ne? Das ist noch was anderes, glaube ich. ja, das ist, also es ist tatsächlich, denke ich da auch viel drüber nach. Also es ist, wir kamen hier rein und es war von Anfang an unsers. Also es ist so schön das hier ist und so besonders das hier ist, aber es war noch nie so, dass wir gesagt haben, wir sind hier in einer Airbnb-Wohnung im Urlaub oder so. Also es ist schon von Anfang an irgendwie unseres gewesen und hat ein Heimatgefühl mit sich gebracht, vor allem als wir dann ausgepackt haben und uns unsere ganzen persönlichen Dinge irgendwie an den Start gekommen sind.
wurde das immer unsers halt. Und gleichzeitig ist es halt so neu, ne? Und ich finde, es ist einfach eine geile Chance, neue Gewohnheiten zu entwickeln, alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen, sich neu auszutarieren. Weil ich finde, alles, wenn man in neuer Umgebung ist, kann man so vieles leichter neu machen und alte Gewohnheiten loslassen, gute und schlechte. Und neue Gewohnheiten, ne? Also ich meine, wir sind jetzt beide nicht so die ordentlichsten Menschen und jetzt momentan, also mal gucken, wie lange das geht, aber momentan ist mir voll wichtig, dass alles voll ordentlich Dieser Zauber des Anfangs, weißt du? ja, aber es ist so, mir fällt es halt einfach auf, dass man so leicht Gewohnheiten hinter sich lassen kann und andere Gewohnheiten etablieren kann, ohne dass es anstrengend ist. Und das finde ich einen sehr großen Zauber. Ja, weil der Rahmen ein anderer ist, ne? Ich glaube, Ja. der Rahmen ist, das ist ja wie wenn man eine Reise macht. Man sagt natürlich, okay. Man nimmt die Probleme mit, die man hat, und der Rahmen ist erstmal ein anderer, aber der bietet ja auch eine Chance zu einer inneren Transformation. Die muss man natürlich nutzen. Wenn ich jetzt sage, alles klar, ich verfalle in die gleichen Muster und die gleichen Gewohnheiten wie in anderen, in einem vergangenen Leben oder in einer vergangenen Location, dann ist das was anderes. Deswegen versuche ich auch oft Hardcuts zu machen, also viele Dinge zu verändern. Wie zum Beispiel die Bücher, die mich natürlich ein Stück weit auch identifiziert haben oder womit mich viele mich verbunden haben und sagen, oh, wo sind deine ganzen Bücher hin? Was hast du damit gemacht? Ja, ich habe die viele verschenkt, ich habe viele verkauft und ich habe die meisten eingelagert. Aber ich bin ja nicht meine Bücher. Ja, und das war bei uns total spannend. Das ist etwas, das war das erste Mal, dass mir das so bewusst wurde, was vielleicht was mit diesem unglaublichen, ne, von Dresden in die Schweiz, langer Umzug. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Aber das war, also wenn man mich fragen würde, was war denn krass an deinem Umzug? Also da war ziemlich viel krass, aber vom Gefühl her, dieses in einer Nacht, in 24 Stunden, unsere Existenz und alles, was wir sind, verpackt in einem 7,5-Tonner, irgendwo auf den Straßen zwischen Dresden und Rapperswil. Das war so krass, weil ich einfach gesagt habe, alles, was wir sind, ist gerade irgendwo vakuumisiert in 7,5 Tonnen. Und was wäre denn, wenn jetzt diese 7,5 Tonnen einfach weg wären? Und da habe ich mich schon gefragt, sind wir nicht vielleicht doch das, was wir haben, was wir uns aufgebaut haben, was wir uns, ne, ob das jetzt die Face-Reading-Bücher sind oder die Bilder, die man hat, die Fotobücher, die man hat, die Erinnerungen, die 1000 Schildkröten, die mir irgendwann mal von Menschen geschenkt wurden. Ist es nicht doch eine Frage der Identität? Wir sind natürlich da wieder bei meinem Lieblingsthema. Also nicht haben oder sein. Ich bin ja großer Freund vom Haben, du weißt das. Aber das ist halt Ego-Gründe. Ich glaube, wir identifizieren uns halt mit den äußeren Dingen, genauso wie wir uns mit einer Location oder mit der Veränderung der Location identifizieren. Aber das hilft uns ja eigentlich nur zu erfahren, wer wir sind, wenn wir es denn dafür nutzen. Oft haften wir daran an. Ja, und im Buddhismus sagt man, Anhaftung ist der Grund für Unglück oder für Limitierung, weil ich mich natürlich den Dingen sehr verbunden fühle, die ich habe, weil die für mich auch eine Sicherheit darstellen. Ich habe eine materielle, objektive Sache, an der ich mich festhalten kann, weil sonst ist unser Geist ja oft lost. Der ist ja sehr fluide und ich glaube, das hilft uns ein Stückchen dabei. Aber wir dürfen halt nicht verwechseln, dass wir das eigentlich nicht sind. Ja, beziehungsweise vielleicht, und da sind wir wirklich ganz nah an der alten Diskussion, die wir geführt haben, noch in den alten Räumlichkeiten von uns beiden. Vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen Anhaftung und Identifikation. Also weißt du, wenn ich irgendwie an allem festhalte und in das glaube zu brauchen, dann ist es vielleicht eine Anhaftung und dann ist es vielleicht auf der verlierenden Seite des Seins. Wenn ich aber akzeptiere, dass es einfach Dinge gibt, die zu mir gehören und mit denen ich mich auch, also ja, diese ganzen Face-Reading, es war für mich ganz, ganz schlimm, die Vorstellung, dass ich nicht ein Face-Reading-Buch bei mir hatte.
Und das war so, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist jetzt alles irgendwie auf der Autobahn. Und wenn jetzt ein Unfall ist und dieses Auto, keine Ahnung, anfängt zu brennen, dann ist alles weg. Und das wäre für mich, da glaube ich nicht, dass Face Reading mir anhaftet, sondern dass es tatsächlich so sehr zu meiner, dass ich es inzwischen so sehr mit meiner Identität verbinde, dass ich auch wahrnehmen kann, wie wichtig es für mich ist und es auch wertschätzen kann. Ohne dass ich mich in einer gewissen Art und Weise abhängig fühle. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß Also es nicht, aber es hat sich nicht, also es hat sich sehr friedvoll, also es hat mich damals, ich weiß nicht, wie oft ich auf dieser Fahrt zu Martin gesagt habe, Martin, alles, was wir sind, ist auf dieser Autobahn gerade und wir wissen noch nicht mal wo. Und irgendwie haben wir da ganz viel drüber gesprochen, wie krass diese Vakuumisierung des Seins oder der Existenz ist, ne? Also vielleicht ist es gar nicht des Seins, sondern der Existenz. Und was machst du, also was wäre denn gewesen, wenn dieses Auto verschollen geworden wäre? Also was wäre denn gewesen? Dann wäre ich ja am Ende des Tages, offen gesprochen, sehr viel weniger gewesen, als ich es heute bin. Und ja, nicht, weil das ist ja Materie. eben die Frage, ist das wirklich so? Bist du die oder das, du, was du hast? Eigentlich nicht. Ich meine, wir identifizieren alle mit den Dingen, die wir haben. Ne? Je materialistischer ein Mensch ist, und jetzt gehöre ich nur zu den Menschen, die das gerne sind, auch wenn ich mich darin übe, das immer weniger zu sein. Aber wenn wir mal rumspinnen und sagen, der LKW wäre jetzt abgebrannt oder so, ja, dann hättest du eine Versicherung gehabt. Du hättest vielleicht noch Geld gehabt. Theoretisch könntest du die ganzen materiellen Dinge, wenn die Zeit ausreicht, wieder beschaffen. Theoretisch. Und alles andere an geistigem Eigentum trägst du ja eh mit dir. Ja, und dennoch hätte es mich so sehr verändert. Und auch wenn es mich nur traumatisiert hätte, dass ich mich doch, und immer wieder, es geht mir da nicht um das materielle Besitzen von, huhu, da sind die Klamotten und da sind die Kunstwerke und bla, ne? Sondern es geht eher darum, wie viel Sicherheit gibt mir das oder wie viel, ja, vielleicht Sicherheit und auch Zugehörigkeit gibt mir das, was hier an, ja, wahrscheinlich eher Erinnerungen ist. Oder keine Ahnung, meine ganzen Mitschriften, also wirklich, da ging es mir ganz viel um Face Reading, um die Mitschriften, um die erarbeiteten Dinge. Jetzt kannst du sagen, ja, hast ja auch vieles im Computer gehabt. Ja, aber also ich finde, man darf sich darüber bewusst werden, bin ich von etwas abhängig? Oder habe ich etwas, was einfach dazu führt, dass es mir gut geht und dass ich in meiner Kraft sein kann? Ja. Und wenn es nun mal so ist, dass es Dinge gibt in dieser Wohnung, die mir Kraft geben, weil sie mit Erinnerungen verbunden sind, weil sie einen Teil meines Seins ausmachen, dann verurteile ich mich dafür nicht. Ich würde mich dafür verurteilen, wenn ich sage, das Bild, was irgendwie, keine Ahnung, total viel wert ist, ist kaputt gegangen und jetzt geht es mir schlecht. Aber das ist ja nicht der Gedanke gerade. Das geht ja um die persönlichen, um Ja, die voll. immateriellen Werte dieser Gegenstände oder der Aufzeichnungen und so, ne? Ich bin komplett bei dir. Also, es geht nicht um den materiellen Gegenwert, sondern um was du damit emotional oder energetisch verbindest. Die Frage ist, man ist, glaube ich, immer mehr in der Abhängigkeit von materiellen Dingen als von immateriellen Dingen, weil die Erinnerungen daran hättest du ja quasi trotzdem, weil die trägst ja in dir, obwohl Ja, dieses Ding nicht da ist. klar. Aber das führt vielleicht dazu, dass du daran erinnert wirst, durch dieses im Außen Bestehende. Ja. Und vielleicht sind Erinnerungen auch wichtig, um einen Neustart anzufangen. Vielleicht geben sie dir den sicheren Boden, ne? Ja. Also einfach zu sagen, okay, ich fange jetzt irgendwo anders an, ich bin in einem anderen Land, ich habe keine Ahnung, was mir da passiert, ich habe keine Ahnung, wen ich da kennenlerne, all diese Dinge. Und dann gibt es aber Erinnerungen, die dich tragen. Voll. Oder Menschen, die das, zum Beispiel ist es mir auch voll wichtig, dass hier ganz arg enge und wichtige Freunde hier waren und das mit mir zusammen eingerichtet haben. Weil sie mir damit irgendeine Basis gegeben haben, die da hieß, und wir tragen dich jetzt durch diesen Neuanfang.
Du bist gerührt. Ja, voll, total. Ja, das hört man. Das sieht Ja, man, das hört man. total. Gut. Ja. Und ich glaube, und das ist das, was mir dieser Neuanfang durchaus bringt, die Tatsache, dass es eigentlich keinen Neuanfang gibt. Also, und das ist, da hatten wir auch drüber gesprochen, dieses, ich schmeiße jetzt alles weg und ich gehe jetzt nur noch mit meinem Rucksack in die Welt und all diese Sachen, das ist eine Lüge. Das geht Ja. nicht. Ja. Und eben genau die Tatsache, dass irgendetwas aufbaut auf meiner Vergangenheit, es ist kein Neuanfang, es ist ein Weitergehen. Ja. Und es ist ein Loslassen von Dingen, die nicht mehr wichtig sind. Und ein Weitermachen mit den Dingen, die wichtig sind. Und die Dinge braucht es aber, um irgendwie kraftvoll voranzuschreiten. Was hast denn du mitgenommen? Es sind natürlich schon, also ein ganzes Leben oder ein beruflicher Raum ist natürlich schon was anderes, aber es ist ja trotzdem deine Existenz. Ich habe mich auch zum Großteil, ich als Steinbock, natürlich mit meiner Arbeit identifiziert. Das ist ein Großteil meines Seins, ist meine Arbeit. Das ist ja auch sehr Horoskop geprägt, glaube ich. Es gibt ja Menschen, denen ist das nicht so wichtig. Mir ist das sehr wichtig. Und ich arbeite sehr gerne, obwohl das ist ja nicht mal Arbeit für mich. Ne? Es ist diese. Was habe ich mitgenommen? An Gegenständen meinst du jetzt? Nee. Weiß ich nicht. Du hast ja wirklich, was hast du denn da hinten? Also ich gucke gerade nach persönlichen Gegenständen von dir. Und da ist ja wirklich, da gibt es ja nur diese eine Figur hinten rechts am Fenster. Ja, das ist ein Torso. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier. Da ist also auch keine Figur, die irgendeine Da ist ästhetische es ein bisschen Bedeutung hat. besser. Nee, nee, das ist jetzt nichts Persönliches. Ich habe hier was Persönliches mitgenommen. Der steht auf meinem Schreibtisch. Ja, okay. Ist es das Einzige? Also, es gibt noch einen Buddha. Jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass das mein persönliches Gegen oder mit dem ich, das ist eher so dann schon dieser Greifvogel. Ich gucke gerade mal, ob hier noch irgendwo was anderes ist, aber. Ich habe eine Schublade, aber das sind alles Sachen, die stehen hier nicht. Ich habe das sehr clean gehalten hier. Ich habe das sehr clean gehalten. Das ist auch von der Eise eher dunkel. Die anderen waren ja eher holzig, die andere Praxis. Das ist hier ist Ja. eher dunkel Ja. und Grautöne. Ja. Na, ich bin, es ist natürlich auch die Frage, ne? Wie viel Persönliches steht in 2 Jahren da? Oder Ich weiß bleibt nicht, ob es ich in so? 2 Jahren noch hier bin. Das ist jetzt Ja, das auch, ist ich weiß, ich bin jetzt hier in der ja. Stadt, ich bin zentral in Düsseldorf, ich bin an einem sicherlich sehr begehrten gewerblichen Ort hier, weil Ja. das mittendrin ist. Ich habe hier eine Dachterrasse, ich gucke auf die Einkaufsstraße, es ist alles High-End, wenn man in materialistischer Sprache spricht. Aber ich weiß, dass es nicht für immer hier ist bei mir. Weil mein Inneres eigentlich ein anderes ist, aber. Ja. Sagt man so schön, gehabt zu haben, befreit vom Haben müssen. Ne, manchmal muss man Dinge erst besitzen, um zu merken, dass man sie eigentlich nicht braucht. Und ich vermute, dass das hier ähnlich ist. Oder vielleicht wollte ich es mir nochmal beweisen, dass ich es kann oder dass ich manifestieren kann. Ich habe das ja auch Ja. manifestiert hier. Es war nicht genau diesen Ort, aber die Umstände. Und das hat mir dieser Umzug auch viel gelehrt. Vom Loslassen, vom Manifestieren, vom mich wieder in den Fluss begeben, ja, also auch im Jetzt gezwungenermaßen zu sein und nicht schon 3 Tage weiter oder 5 Tage zurück. Da waren viele Learnings dabei, für mich persönlich. Und es ist spannend, weil auch darüber habe ich mit Martin gesprochen, dieses, als wir nach Dresden gezogen sind, war voll klar, dass das nur eine Zeit ist. Also die Zeit war dann länger, als wir dachten, aber es war von Anfang an klar, dass wir niemals in Dresden bleiben. Und jetzt ist es nicht von Anfang an klar, dass wir für immer hier bleiben, aber die Option, für immer hier zu sein, ist da. Und es hat eine andere Energie.
Es hat eine andere Energie, etwas einzurichten, etwas Altes mitzunehmen oder zu sagen, es ist sowieso nicht für immer, es ist sowieso nur ein Abschnitt und dieser Abschnitt, der darf jetzt mal gucken, wo es hingeht. Es Ja. ist was anderes, als zu sagen, wer weiß, vielleicht sind wir hier für immer. Und auch das ist ja Teil dieses Gedichtes von Hermann Hesse, nämlich dieses Gedicht Stufen, wo er ja beschreibt, dass alles sein Ende hat auch. Abschnittsweise und etwas Neues beginnt, obwohl du natürlich im selben Fluss bleibst. Man kann zwar nicht in denselben Fluss zweimal steigen, ne, mit derselben Konstellation, aber es bleibt trotzdem der gleiche Fluss. Stimmt, ja. Ne, du kannst Ja, diesen voll. Strom von Geburt bis Tod, er ist immer derselbe. Dein Leben Ja. bleibt dein Leben und die Erinnerungen, die du hast, bleiben dabei. Du kannst ja nicht sagen, die sind jetzt weg und ich habe die nie erlebt, sondern du bleibst dieser Dinge angehaftet. Jetzt nicht negativen Sinne, sondern die prägen dich ja. Und jetzt kannst du natürlich was draus machen oder nichts draus machen, aber alles hat dann irgendwo auch innerhalb dieser Zirkel oder innerhalb dieser Kreisläufe sein Ende. Und wenn du sagst, das ist jetzt die vorübergehende Phase, wo ich hier bin, und wenn du sagst, ich bleibe komplett hier, ist es ein neuer Zirkel, weil du wirst eine andere Perspektive mit der Entscheidung Total. haben, auf den Ja. Wohnort, auf das Land, auf dein Leben, wenn du sagst, wir bleiben jetzt zumindest geplant für immer hier. Ja, beziehungsweise wir schließen das nicht aus, ne? Ich finde, auch Ja. das ist ein Unterschied, zu sagen, ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht bin ich in 3 Jahren zurück in Dresden und sage, es ist jetzt doch das für immer. Aber diese Option, es könnte das sein, was für immer irgendwie unser Leben mitprägt. Diese Option gibt es. Und die Option ist eine ganz andere Energie, als zu sagen, ich bin jetzt hier mal für 2 Jahre. Ob es dann 5 Jahre, 10 Jahre oder ein Jahr Ja. wird, ist ja egal. Ich meine, es Ja. war für euch auch ein großer Schritt. Ihr habt ja die ganzen Freunde, Bekannte, die waren ja in Dresden oder viele davon, ne? Ja, Ja, und ihr viele. geht ja, sagt, ich kenne hier niemanden in der Schweiz, in dem Dorf, Ja. in dem ich jetzt ziehe, aber ich mache das. Das ist ja auch ein Schritt, der mutig ist. Und? Also das führt jetzt zu weit, das muss ich dir mal privat erzählen. Aber es ist verrückt, dass ich in der Schweiz einen Menschen kennengelernt habe, der aus dem Ort kommt, in dem meine Eltern groß geworden sind. Und ich habe hier in diesem Haus jemanden kennengelernt am zweiten Tag, der meinen Opa kennt. Ja, genau, so haben wir auch geguckt. Wo man so sagt, Moment mal, wie krass ist das denn, dass du wirklich genau so einen Neuanfang startest und sagst, okay, alles neu, neues Land, keine Ahnung, es gibt niemanden, den ich hier kenne und dann begegne ich jemanden, der mir von meinem Opa erzählt, der vor 30 Jahren gestorben ist und der mich fragt, ob ich die Tochter von den zwei Menschen bin, die sich da verheiratet haben, die sich kannten. Hä? Gibt ja Menschen, die sagen, es gibt keine Zufälle. Ja, aber also den Nicht-Zufall, den würde ich gerne, also ich bin gespannt, wie sich das auflöst, Ja, wie ich das auch. sein kann. Das würde mich auch interessieren. Ist verrückt, oder? Oder wofür das gut ist. Total. Und wie sehr die Vergangenheit dich dann doch nochmal holt und sagt, du kannst nicht von mir weglaufen, du kannst nicht vor deiner Familiengeschichte weglaufen. Also das war. Für mich war das was ganz Schönes, weil ich mal wieder was von meinem Opa gehört habe, den ich sehr liebe und den ich viel zu früh verloren habe. Und ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der meinen Opa kannte. Noch nie außerhalb meiner Familie. Und hier lerne ich ihn nach 2 Tagen Neuanfang kennen. Und wie du schon sagst, es gibt keine Zufälle. Es muss ein Gruß aus meinem Universum gewesen sein. Ja. Ja. Und das in einem anderen Land, ne? Also ich bin ja jetzt nicht in Naja, Wien. das ist jetzt nicht in ein Dorf weiter, Ja, sondern genau. das ist ja Ja, schon mal genau. ein paar Kilometer weg. Ja, total. Ja, Und es war krass. eine Frau, die meinen Opa besucht hat in seiner Metzgerei und bei ihm, ne? Also es ist so verrückt, wo ich, ich saß 3 Stunden lang auf meiner Couch und habe irgendwie an die Wand geguckt und habe mir überlegt, wie kann das sein? Also, und auch da, es gibt vielleicht gar keine Neuanfänge. Und wenn du sagst, okay, jetzt absoluter Neuanfang, dann grüßt die Vergangenheit und sagt, du weißt schon, dass es mich gibt. Ja. Oh, ups. Ich dachte, ich hätte dich hinter mir gelassen. Was möchtest du in diesen Räumlichkeiten, die du neu bezogen hast, was möchtest du
davon erzählen, was da drinnen passiert ist? Was möchtest du da drinnen gerne aufbauen? Ach so, später, was ich später erzählen will, was hier mal drin passiert ist. Ich würde gerne ein paar Ängste, glaube ich, überwinden meinerseits hier in diesen Räumlichkeiten. Ja, Möchtest du da indem näher ich drauf eingehen oder vielleicht irgendwann mal, vielleicht irgendwann mal. spannend? Ich bin auch da gerade in dem Prozess, das hat was mit der Art und Weise der Arbeit zu tun hier und auch des Angebotes, was ich hier geben werde. Genau. Aber das können wir vielleicht in einer separaten Session nochmal machen. Ich finde das auch eine gute Idee für so einen Neuanfang, sich zu überlegen, was soll denn hier entstehen, ne? Das ist auch eine Form von Manifestation, zu sagen, was ist denn das, was wir hier über diese Phase oder auch über die Zeit, in der wir hier leben oder arbeiten, in deinem Fall erzählen möchten in 10 Jahren. Ist auch witzig, dass du das heute fragst, weil ich habe ja jetzt 2 Tage ein bisschen Zeit hier in der Praxis, weil ich keine Termine habe und ich wollte genau damit anfangen heute, das zu konzeptionieren. Und ja, hier wieder interessant. Ne? In diesem Sinne, gibt es Neuanfänge oder gibt es nur Momente, wo man ganz kurz die Vergangenheit mal bewusst hinter sich lassen kann, Genau, also es um geht, sie glaube ich, dann ja. vor der Haustür wieder stehen zu haben und die Zukunft irgendwie mal kurz zu beleuchten und zu sagen, was will ich hier eigentlich von erzählen von dieser Zeit? Ja, sehr schön. Tobi, viel Erfolg beim Neuanfang. Danke, danke. Und das Gleiche natürlich für euch. Du bist ja bald hier. Vielleicht können wir ein Ja, Sommer-Special ich freue mich schon. nachholen. Ja, kriegen wir. Machen Sommer-Special Nachtrag. Genau, wir machen ein Ende August Sommer-Special. Von der Heidi. Was Von da der auch Heidi. Ja. Die Heidi. Das ist echt spannend, ne? Die Heidi, die hat ja, ich habe so ein Buch, also Martin hat so ein Buch gekauft, wo so die Geschichte der Schweiz so in Grafiken und Bildern und echt ganz cool gemacht, super informativ, aber jetzt nicht so, ich lese jetzt ein Geschichtsbuch, also echt cool gemacht. Und da ist auch noch mal die Geschichte von Heidi drinne. Und ich war mir, also ich kenne die, aber es ist spannend, sie noch mal so zu lesen. Und wie krass sich die Schweiz damit identifiziert. Der Heidi. Ja. Also wir sind durch Rapperswil gelaufen, da gab es so eine Gruppe von Koreanern, ich glaube Koreaner, ich kann die ja nicht ganz so gut auseinanderhalten. Und die hatten alle so einen Button Heidi-Land auf dem Sicht. Und ich so Kann man denke, jetzt Klischees aufmachen? Machen wir nicht. machen wir natürlich nicht. Aber diese, also Mit irgendjemand. Fotoapparat? Nee, das hatten sie nämlich nicht. Das war ganz spannend. Aber ja, ich fand Ja, das. die haben ja Handys heutzutage. Diese Geschichte, dass die Clara dann da oben auf dem Berg wieder angefangen hat zu laufen. Nachdem dieser scheiß Rollstuhl einfach den Berg runtergefallen ist, das hat mich nochmal sehr, wo ich so dachte, welchen Rollstuhl wird es denn bei mir sein? Welcher Rollstuhl wird es bei mir sein? Genau, könnte man jetzt auch mit, kann man auch mal eine Session drüber machen. Über Rollstühle, die Berge Nee, runterfallen? über so Transformationen, wann die stattfinden, warum die Und stattfinden. warum sie, also das finde ich nämlich auch so krass. Da sitzt du da oben auf dem Berg und der, ich weiß nicht, wie er heißt, schmeißt den Rollstuhl runter und auf einmal kann sie laufen. Genau, wer hätte den Rollstuhl eigentlich runtergeworfen? Na, der Alte. Der Almöhi. Ja. Der hat sie Ah. hochgetragen und dann hat er den Rollstuhl nach unten, den Berg runtergeschmissen, Das den ist Abhang. der Und weise Mann, der den richtigen Zeitpunkt kennt. der, aber der diesen Rollstuhl mit ihr hochgetragen hat, ne? Ja, da können wir ja, okay, machen wir. Transformation. Machen wir. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschö, Tschüss. Tobi.